Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit den unschlagbaren Fadenschwinger Miles Morales, den einzig wahren Spider-Man. Miles, ich habe einen Fieslaster aktuell, weil Peter ist ja im Urlaub, wir müssen ihn ehrenvoll vertreten. Hey Miles, ich sagte doch, dass ich jemanden Arbeitsurlaub. Kenne, der zum Underground recherchiert. Dienstreise. Peter ist auf Dienstreise. Er muss jetzt in anderen Ländern den Spider-Man spielen. Spider-Man? Ich bin Danica Hart. Ich plane eine Podcast-Reihe über den Underground. Dein Techniker sagte, du könntest Hilfe gebrauchen. Wo kommst du denn her? Wow. Du warst eben aber noch nicht da. Gut. Das hat meinen Stealth-Modus und wir gehen unauffällig an die Sache ran. Dezent aus der Bahn geworfen. Alter Schwede. Okay, das wird jetzt ein bisschen scheiße. Aber das kriegen wir hin. So. Ja, aber ich arbeite dran, dass ich es hinkriege. Aktuell sieht es ja nicht schlecht aus, ne? Boom. So, eigentlich... Ja, das frage ich mich auch. Eigentlich wollte ich hier ein bisschen unauffällig rangehen. Aber das hat sich wohl scheinbar erledigt. Ja, jetzt sind sie alle hinter mir gespawnt. Oh nein! Ah, da kam ich nicht mehr weg. Da war ich in der Aktion drinne. Ja, kriegst du einmal richtig einen auf den Latz, du junge Dame. So, wäre cool, wenn wir die Sicht wechseln. Fühle mich aktuell noch sehr lebendig. Hup. Ah. Okay, er steht auf dem Laser. Neue Modifikation der Waffen, denke ich mal. So, jetzt müssen wir da erstmal rüberkommen, ne? Zack. So. Ja, da kannst du von ausgehen, mein Freund. Ich habe ja mittlerweile schon ein bisschen Übung mit euch. Okay, wir können wieder hoch. Warum sind die mir immer so feindselig alle gegenüber? Halt mal. Das hat hiermit jetzt nichts zu tun, aber hast du einen Ton? Eine Intro-Musik machen? Ja, es wäre schon ziemlich cool. Wow. Der hat mir den Einspieler gekriegt, bevor wir uns getrennt haben. Oh, wenn du mal jemanden brauchst, der deine Beats mischt, kenne ich da jemanden. Das wäre fantastisch. Ich bin nämlich echt unmusikalisch. Ja. So, das haben wir gleich soweit. Oder die haben uns gleich soweit. Bin mir noch nicht sicher, auf was ich mich hier einigen will. Und tschüss. Oh nein. So. Okay. Ich bereue später. Wo kam das Netz her? Oh, da unten ist ja auch so voll. Okay, hier haben wir auf jeden Fall keinen. Wir könnten ja mal ein bisschen Leben auffüllen. Ah, scheiße, so viel haben wir nicht. Okay. Ich muss hier einmal ein bisschen schauen, was haben wir denn hier zur Verfügung? Ein Regal. Ah, da war der Balken im Weg. So. Na gut, wir gehen einfach mal hoch. Gottes Willen. Panisches Rumgedrücke auf den Tasten. So, wir wollen ja auch nicht sterben, ne? Okay. Das wäre nämlich das Schlimmste, wenn wir jetzt sterben würden. Wo sind die denn alle?
Lauft ihr vor mir weg oder was? Oh. Jahrelanges Cardio-Training. Jahrelanges Cardio-Training. Okay. Ich würde ja gern so eine Granate zurückschmeißen, aber irgendwie wechseln die ständig die Position. So. Okay. Okay. Das dürfte es gewesen sein, ne? Ich sollte die Kabel mit dem Anzug verfolgen können. Mein Gott, ey, das ist ja purer Stress hier. Okay, da drin ist eine Kiste. Oder hier hinter. Kriegen wir die Tür auf, oder? Ja, Kabel verfolgen. Vielleicht können wir da ja die Tür aufmachen. So. Sieht nicht zu schwer aus. Wir haben einmal hier den Generator. Mit dem können wir wahrscheinlich nichts machen, ne? Nee. Das heißt, wir müssen nach unten. Okay, hier ist noch... Da ist nur die andere Lampe dran und das geht hier durch dieses Loch durch. Okay, von außen? Wie sind denn die da hingekommen? Nee. Wo ist denn der Zugang? Ach, wir können die Wand kaputt machen. Na, sieh mal eine an. War's auch nicht. So, jetzt. Störsender. Das sind Trophäen von den Kämpfen gegen Tombstone. Nice. Ein bisschen übertrieben. Das ist ein schickes Teil. Tombstone Spikes. Natürlich mit fettem Auspuff. Zumindest glaube ich, dass das einer ist. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, ne? Haben die Puppen sich bewegt? Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Das versteht ihr mit uns. Das nimmst du uns nicht weg. Ja. Das kann man jetzt so oder so nehmen. Also, ich will ja das Versteck gar nicht haben. Das heißt, ich würde es euch ja nicht direkt wegnehmen, ne? Ich will euch nur von hier vertreiben. Oh, oh. Ich kann keine Puppen mehr sehen. Hey, jetzt kann man das Versteck wieder orten. Okay, ich sag der Polizei Bescheid. Cool. Ich verfolge mal die Tombstone Underground-Verbindung für meinen Podcast. Ich sollte los, bevor die Polizei kommt und hier alles mit Flatterband absperrt. Nein, wir müssen erst noch gucken, wie wir an die Kiste kommen. Ah, ich dachte, hier oben ist vielleicht offen. Ich sollte weiter nach dem Nuform suchen. Zeit fürs Theater. So, eine von 6 Gegnerbasen haben wir damit eliminiert. Okay, wir kommen... Wie komme ich an diese Kiste? Oder vielleicht hier einfach rüber? Oh, cool. Nee. Hey Danny-Fans, dies ist meine vierteilige Reihe Underground-Nachrichten. Spider-Man hat ein Underground-Versteck in der Upper East Side ausgehoben und ich habe Beweise gefunden, dass sie früher mit Tombstone's Gang kooperiert haben. Ja, genau. Richtig gehört. Hm. Sie haben zusammengearbeitet, bis der Underground einen von Tombstone's Leuten tötete. Es folgte eine blutige Fehde. Der Underground war hoffnungslos unterlegen. Als Tombstone ins Gefängnis wanderte, wurde Tinkerer kurze Zeit später der Kopf der Bande und sorgte für den Nachschub. Ja, ich weiß leider nicht, wie ich da reinkommen soll. Bis zum nächsten Mal und verrichtet wichtige Arbeit zwischen 14 und 15 Uhr. Im Ernst, da seid ihr am fittesten. Bis dann!
Also wir haben hier eine Kiste drunter, aber ich kann hier nichts aufmachen. Oh mein Gott. Manchmal ist es einfach so simpel. Aber man kommt ja nicht gleich drauf. So, den nehmen wir einmal weg. Wir können einfach die Wand einschlagen. Natürlich. Ja gut. So, die Kiste haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Das war ja purer Stress bis jetzt. Also 10 Minuten Spannung, Rätsel, Spaß und Freude. Wo ist denn das Geballer da oben? Ich hätte hier einen Helikopter für dich. Er soll unkontrolliert herumfliegen. Okay, und was soll ich mit dem machen? Ihr könnt doch nicht einfach Helis hacken! Ah! Alles klar, die sind also schuld an dem ganzen... an der Misere mit dem Heli. Cool, das bringt mir jetzt nicht so viel. Ein Geist! Ihr gefährdet unschuldige Menschen damit! So. Nein, du schießt jetzt nicht auf mich. Wir sollten darüber reden, über euer Fehlverhalten. Ey, die kann richtig einstecken, ne? Wo ist er hin? Oh nein, ich kann ihn nicht finden. So. Okay, dann jetzt weiter mit dem Transmitter. Den zerstören wir einmal und dann ist der Heli wieder frei. Was? Der Hack läuft immer noch. Hier oben ist nix. So, wir müssen ja erstmal auf Nummer sicher gehen. Okay, da drüben. So. Da hat er echt eine Wache auf mich gerichtet. Der weiß aber schon, dass sowas gefährlich sein kann. Hast du noch eine Granate für mich? Schießen ist auch uncool. Du vielleicht? Ich will was Cooles machen. Okay. Er ist sich nicht sicher, ob er sich wirklich noch mit uns anlegen möchte. Oh mein Gott, da ist Spider-Man. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch meinen Job machen möchte. So. Den Generator haben wir auch zerstört. Haben wir noch einen Gegner hier auf dem Gebäude. Gehe ich mal davon aus, dass da auch noch ein Transmitter sein wird. Oder... Ach, hier unten. Moin! So. Wahrscheinlich dann der letzte. Oh nein. Das war knapp. Ja, willst du noch eine Granate schmeißen? Natürlich nicht. Sie greift zur Waffe. Wie kindisch. Boah, das war ein Kinnhaken. Der hat aber Schmackes gehabt. Da wird der Zahnarzt nächste Woche noch die Zähne aus dem Unterkiefer oben aus dem Oberkiefer pulen. So, das haben wir erledigt. Dann gehen wir jetzt mal zur Hauptmission. Was wäre sowieso die ganze... Also zur Story. Das hatten wir sowieso eigentlich vor. Geschafft. Ein Sieg für Spider-Man. Und Roxxon.
Ui. So, 150 Trick-IP. Ich muss dir was gestehen. Eine Spinne. Ah, können wir bald mal die nächsten Anzüge wieder freischalten? Ich will auf jeden Fall alle Anzüge, selbst den hässlichen, wo ich sage, das ist nicht zu, dieser selbstgemachte Schnulli-Anzug, der so kacke ist. Ich will alle einmal freischalten, alle einmal getragen haben. Das steht unter Strom. Autsch. Das hat gezwiebelt. Dein Anzug sagt, das waren 300 Kilojoule. Du sagst nur au? Vorteile der Bioelektrizität, schätze ich. Der Strom muss irgendwo herkommen. Hm, wir könnten dezente Hinweise nachgehen, zum Beispiel die Scharfschützen auf dem Dach. Kannst du die Stromquelle sehen? Noch nicht, aber die Kabel führen bestimmt hin. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall auf das Gebäude auch rauf und da würde ich den Scharfschützen zuerst ausschalten. Jemand in den Fisk Tower eingedrungen ist. Wer würde so etwas tun? So. Gehen hier unauffällig hoch. Okay, die Tarnung lässt nach. Ist aber kein Problem. Wir sind ja sowieso hinter dem. Hart, aber fair. Okay, wir haben hier unten aber noch ein paar Gegner. Hier geht die Leitung runter nach da drüben. Oh Gott, das ist ja das reinste Wirrwarr. Okay, dann wollen wir einmal... Haben wir noch ein bisschen Tarnung über? Ich würde einmal gern den hier noch wegnehmen. Unauffällig. Und ausgenockt. Nice. Gut, jetzt einmal kurz die Tarnung aufladen, dann nehmen wir die da drüben weg. Versuchen jetzt mal wirklich ein bisschen sneaky unterwegs zu sein, wenn es schon mal machbar ist. So. Die können wir schon mal hochziehen. Das kriegt die da hinten gar nicht mit. Und noch irgendwen, der es sehen könnte? Und... Moin! Das hast du nicht kommen sehen, ne? Du Spinner! Jenny, alles klar? Jetzt hat sich's ausgesponnen. Was nicht. Ja, alles klar, ich gehe. Du bist mir ins Netz gegangen. Jemand macht uns fertig! Fangt an zu suchen! Wer könnte das nur sein? Weniger. So. Okay, diesmal kommen wir hier stealth-mäßig sehr gut voran. Ob wir die anderen hier auch noch... Hier sieht's richtig toll aus. Naja. Solange wie es gelaufen ist, war es gut, oder? So. Komm und zieht den. Lieferung. So, danke fürs Halten. Yeah. Den kann ich auch werfen. Kann ich den werfen? Das war aber knapp. Vielleicht von der anderen Seite? So. Okay, abgezahlt. Alles gut. Ob wir von dem Nufon auch krank werden? Das würde ich gerne mal wissen. Wegen unserer Bioelektrizität. Können wir davon auch krank werden oder absorbieren wir das einfach alles? Okay, wir haben immer noch drei Gebäude, die uns angezeigt werden. An Gegnern. Wir haben einmal hier unten noch den Strom, den müssen wir wegmachen. Dort drüben und hier oben. Gehen wir zuerst nach oben, ne? Oh
Von oben nach unten. Ganz schön nobel hier. Alles voller Gold. Was das wohl gekostet hat? Einfacher als ich dachte. Ja, hat keiner so weit mitbekommen. Okay, wo ist der Generator? Da drüben. Die können wir auf jeden Fall nicht ganz so stealth-mäßig ausschalten. Gehe ich von aus, obwohl wir haben ja nur zwei Leute auf dem Dach, ne? So, wir gehen einmal hier nach hinten. So. Der ist schon mal weg. Wieso haben die das mitgekriegt? Das war doch gar nicht in Sichtweite. Autsch. Du hast da was fallen lassen. Wie cool ist das denn? So, einmal weg mit dir. Das ist ja schon wieder eine Waffe. Ja, da sind die Leute gespaltener Meinung. Ja, wir treffen uns unten, ne? Dann kannst du mich fertig machen. So, das ist auf jeden Fall schon mal der nächste Generator. Einer nach dem anderen. Genau. Alles zeitgleich geht nicht. Ja, was hängst du hier so rum? Nichts zu tun? Blubdudu. Was war denn das? Hallo? Achso, die sind hochgesprungen. Oh, das hat er geblockt. So. Okay. Die kriegen wir auch noch weg hier. Oh, wir brauchen Leben. Ach, das war absolut nicht das, was ich machen wollte. So. Okay. Wir kommen hier langsam vorwärts. Ah, hat er mich. Hat sie mich erwischt, die Gute. Ja, das gibt's doch nicht. Die kriegen einen überall mit diesem Schwert. Okay, das Schwert ist schon ziemlich geil, muss man sagen. Wie können wir dem was? Bitte vollende doch deinen Gedankengang. Kein Underground und bald auch kein Generator mehr. So. Dann haben wir hiernach nur noch den letzten Generator da drüben. Ziemlich schnulli da. Okay, den kriegen wir auf jeden Fall weg. So. Und der war ja unten, ne? Der ist unten an der Straße. Auf Ebene der Straße. Okay, dann gehen wir einmal hier rüber. Okay, wir haben da einen Scharfschützen. Okay, das hat keiner gesehen. Dann nehmen wir den auch noch weg, wenn das so gut funktioniert.
Netzschlag. Ah, der steht ein bisschen zu weit. Können wir den ranlocken? Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück. Was ist das nur? Okay, das hat nicht beide ausgeschaltet. Damit hast du nicht gerechnet. Nee, warte mal. So. Endlich unternehmen wir mal was. Ich glaub, da hat sich was bewegt. Achtung, die Spinne! Ich... ich dachte, wir können den... das war eben cool. Ich dachte, wir können den so ein bisschen blind machen. Er ist in der was? Wo ist er? Gegen dich verliere ich nicht, Spider-Man. Ja, das haben schon ganz andere gesagt. Wow, Achtung! Achtung. Vorsicht! Oh. Ja. Nicht intellektuell. Kampftechnisch auch nicht. Weil ihr habt ja nichts außer eure komischen Waffen. Keine Fähigkeiten. Ihr seid lächerlich. Ist das der letzte schon? Habe ich sonst keinen mehr zum Spielen? Hier, ich habe was Besonderes für dich. Wo willst du hin? Ich bin noch nicht fertig. So, jetzt bin ich fertig. Schön. Das müsste der letzte Generator sein. Das war's. Die Absperrung ist ohne Strom. Bereit zum Zerschmettern. Jetzt können wir da rein. Oh, ist zu weit weg. Ah, ich dachte, ich kann da was richtig Cooles machen. Okay. Das war ziemlich cool. Das war der Weg ins große Auditorium. Jetzt ist er versperrt. Ups. Vielleicht gibt's eine Treppe. Oder einen Aufzug. Okay, denn wir müssen uns eine alternative Route suchen. Wenn er sich bewegt. Das machen wir in der nächsten Folge. Schaltet sehr gern wieder ein, dann sind wir im Auditorium. So, ich denke mal, wir können am Ticketschalter irgendwo dran vorbei oder so. Wir werden auf jeden Fall einen Weg finden. Und dann geht's mit der Story weiter. Ich und Miles natürlich auch würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.